Bärbel Bohley gehörte zu den prominentesten Bürgerrechtlern der DDR. Als politisch aktive Frau hat sie sich seit den 1980er Jahren für Menschenrechte und Menschlichkeit in der DDR eingesetzt und war eine der prominentesten Gründerinnen der Bürgerrechtsbewegung Neues Forum. Bärbel Bohley war Künstlerin. Ihr Studium absolvierte sie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Sie lebte im Prenzlauer Berg in den 1980er Jahren legendärer Künstlerszenebezirk in Ost-Berlin. Die in künstlerischer Hinsicht produktiven Jahre lagen zwischen ihrer ersten Ausstellungsbeteiligung 1978 in der Galerie Junge Kunst Frankfurt-Oder und der letzten Ausstellung 1990 in der Galerie am Schlossberg Gadebusch. Künstlerisch tätig war sie bis November 1989. Ab diesem Zeitpunkt widmete sie sich ausschließlich ihrem politischen und gesellschaftlichen Engagement. In den thematischen Ausstellungen zu Kunst in der DDR der zurückliegenden Jahre fehlt der Name Bärbel Bohley entweder ganz oder wird lediglich am Rande erwähnt. Die Gründe dafür mögen vielgestaltig sein. Im Vordergrund der Wahrnehmung steht die politisch und gesellschaftlich engagierte Bärbel Bohley. Dafür hatte sie die Malerei bewusst aufgegeben. Kunst und Leben lassen sich bei Bärbel Bohley jedoch nicht voneinander trennen. Betrachtet man aus der heutigen Perspektive ihren Lebensweg und betrachtet die Kunst, die sie in der begrenzten Zeitspanne ihrer aktiven künstlerischen Tätigkeit geschaffen hat, so wird deutlich, dass im Zentrum von Bärbel Bohleys gesamter Lebenspraxis das Interesse am Menschen als einem freiheitlich denkenden und handelnden Wesen steht. Ihr künstlerisches Werk umfasst zu einem großen Teil Abbildungen des menschlichen Körpers. Aktdarstellungen, Figuren im Raum, Porträts sind immer wiederkehrende Motive in ihrer Arbeit. An diesen werden Zustände menschlichen Daseins in immer neuen Variationen ausgelotet. Hier sieht sie ein Gestaltungspotenzial, das sie dann mehr und mehr in andere Bereiche des Lebens übertragen und erweitert hat. Sie sagte selbst, dass sie sich nach 1989 in gewisser Weise schon als Aktionskünstler gefühlt hätte. Es sei ihr immer um Kreativität gegangen und ihre hatte nun ein anderes Betätigungsfeld gefunden. Bärbel Bohley ist 2010 gestorben. Sie wäre im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden. Dies ist der Anlass für diese erste umfassende Werkschau, die Bärbel Bohley als Person, als Künstlerin und kreative Persönlichkeit der Zeitgeschichte würdigen möchte. Möglich wurde dies durch die großzügige Unterstützung durch Anselm Bohley, den Sohn Bärbel Bohleys, der den künstlerischen Nachlass verwaltet. Dieser Nachlass ist bis heute nicht aufgearbeitet. Bemühungen um eine Finanzierung eines Werkverzeichnisses sind bislang ohne Erfolg gewesen. Für diese Ausstellung hat Anselm Bohley das künstlerische Archiv zugänglich gemacht, sodass daraus ein umfangreiches Konvolut an Zeichnungen und Grafik für diese Ausstellung ausgewählt und der Nachlass in diesem Teil erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung dieser Ausstellung durch Anselm Bohley. Liebe Ausstellungsbesucherinnen und Ausstellungsbesucher, wir hätten Sie sehr gerne zu einer ordentlichen Vernissage hier eingeladen in die Galerie Pankow. Aus bekannten Gründen geht das nicht und darum hier per Video mein Grußwort zur Ausstellungseröffnung der Künstlerin Bärbel Bohley. Ich bin außerordentlich froh, dass wir hier in der Galerie Pankow Zeichnungen und Grafiken von Bärbel Bohley zum ersten Mal präsentieren können. Die meisten von Ihnen kennen Bärbel Bohley vermutlich eher als Kämpferin für Freiheit und Demokratie in den Endjahren der DDR und den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung. Uns ist es ein Anliegen, die andere Seite von Bärbel Bohley sichtbar zu machen, der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und so auch vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar zu machen, aus welchem Geist heraus Bärbel Bohley auch in ihre politische Tätigkeit gegangen ist. Sie hat ja nach 1989 bewusst sich entschieden, nicht mehr als Künstlerin zu arbeiten, sondern politisch zu arbeiten, also das Feld ihrer Auseinandersetzung zu transformieren, aus der Kunst von der Leinwand in das wirkliche Leben. Hier in unserer Ausstellung in der Galerie Pankow können Sie sich die Künstlerin
Bärbel Bohley näher bringen, mit ihr in Kontakt gehen, mit ihrer Sicht auf die Menschen, mit ihrer künstlerischen Position und künstlerischen Auseinandersetzung. Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude.